Ich hatte auch sehr, sehr gute Gespräche mit Schalke 04 in Person, auch mit dem ehemaligen Trainer Di Matteo, aber auch mit Horst Held und Demis Tönnies. Und es war eine ernsthafte Überlegung von mir, aber im Endeffekt waren die Unruhen dann leider zu groß und der Trainer wurde entlassen. Das war für mich auch ausschlaggebend und ich glaube, dann war es dann im Endeffekt dann klar, dass ich den Schritt nach Italien gehen werde. Ja, es ist ein sehr, sehr ambitionierter Verein, es ist ein Traditionsverein und der die letzten Jahre Probleme hatte, aber die letzten ein, zwei Jahre hat man auch gesehen, dass sie wirklich international auch wieder konkurrenzfähig sind und sie haben eine überragende Champions-League-Saison gespielt, ein tolles Finale, gewinnen serienmäßig die italienische Meisterschaft und sind sehr, sehr ambitioniert und der Verein war sehr, sehr bemüht und ich glaube, das ist so eine Art große Familie, die mich dort empfangen wird und deswegen war es für mich eigentlich dann relativ klar, dass ich diesen Schritt machen werde. Sie haben trotzdem auch junge Spieler in ihrem Team, ja, aufstrebende, junge, talentierte Spieler und ich glaube, so, das ist eigentlich ganz gut. Ich bin so irgendwo in der Mitte und ja, der fünfte Meistertitel in Folge ist natürlich ein großes Ziel und ich glaube, der Verein ist so ambitioniert, dass sie auch irgendwann in den nächsten Jahren wieder die Champions League gewinnen wollen. Ich auch, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ja, ich glaube, wer jetzt, vor 3 Monaten sein letztes Spiel gemacht hat und da nicht im Rhythmus ist, würde ich lügen, wenn ich da 100% fit wäre. Ja, ich habe keinen Spielrhythmus, der Trainingsrhythmus fehlt mir auch ein Stück weit. Deswegen auch maximal eine Halbzeit. Ich werde jetzt da im Urlaub schauen, dass ich da wieder meinen alten Fitnesszustand bekomme. Und dann freue ich mich auf die Vorbereitung und auf die neue Saison.